Moin Moin zusammen und willkommen hier zurück zu einer neuen Folge Ark und Anion Hero sind natürlich auch am Start. Jawohl. Hallöchen. Ja, wir haben heute was vor, denn wir müssen natürlich unseren Pub wieder aufbauen, der ja leider Gottes durch den Pub-Decor-Mod-Update oder durch das Update halt verschwunden ist. Ist ja alles weg, die Bar ist weg, die Fässer sind weg, die Tische sind weg. Alles ist weg. Wahrscheinlich haben die Affen alles hier, weiß ich nicht, verkramt oder so. Ich glaube auch, dass es die Affenbande war. Die Affenbande. Ja, das ist wahrscheinlich die Konkurrenz zur Dodo-Mafia. Wahrscheinlich, wirklich. Ja, und wir haben hier übrigens noch zwei Tierchen hier rumzuliegen, die wir gerade am Zähmen sind. Und ein Kano, der hat immer ganz cool ausgesehen mit der weißen Färbung. Mhm. Weibchen. Wir brauchen nämlich noch Weibchen für Kano-Eier, denn Kano-Eier sind immer ganz gut für Kibbel. Und jemand an Stego-Weibchen rumzuliegen. Und die warten im Prinzip so noch auf Essen. Der Kahn müsste eigentlich gleich fertig sein. Hero, wo hast du das Kibbel? Im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Kann ich ja mal rumbringen, wenn er will. Jo. Können wir machen. Das gucke ich mir mit an. Dann ist er nämlich gleich fertig. Ja, wir haben übrigens mal die Äffchen eingesammelt. Nicht, dass sie oben auf der Baustelle rumrennen. Das ja, aber Pink nicht. Fluffy sitzt alleine oben rum, ne? Ja, Pink Fluffy kann aber fliegen. Die Äffchen nicht, wenn er auf einmal ein Bauteil runterfällt. Als ob ein Dodo ernsthaft fliegen kann. Ja, yes, der kann flattern. Ja, es war gerade auch lustig vor der Aufnahme, da wollte Hero gerade das Äffchen werfen und ich habe just in dem Moment ein Ceiling weggerissen und da ist ein Stück Wand weggebrochen. Und hätte Hero geworfen, wäre der Affe wahrscheinlich direkt durchs Fenster gesegelt. Sehr wahrscheinlich, ja, ich habe genau drauf gezielt. Oh, geil. Der arme Affe, kriegt voll ein Trauma. 6 Ankilo-Kiebel. Oh, der müsste eigentlich fertig sein, wenn du drin haust. Wenn das immer so schnell gehen würde hier, ne? Oh, Schmatz, Schmatz, Schmatz. Ah, und komm, einer geht noch. Jawoll! Da steht sie. Bisschen im Boden. Ja. Gute. Ja, die wollte eigentlich Liegestütz machen, aber nicht funktioniert. Oh Mann. Gerade hochgehoben. Boah, ey, das sieht immer echt aus, ob sie den Arm abgehackt haben. Das ist aber geil, total. Sieht so ein bisschen moosig aus oben drauf. Ja. Ja. Mossy Kano. Tja, wie nennen wir denn? Ah, wirklich, das ist ja echt so grün hier. Ah. Ja, weiß nicht, was haben wir denn damals? Carmen noch oder so? Wir hatten Carmen. Wir haben. Hero, was fändest du denn schön? Wenn du dieser Kano-Dame mal tief in die Augen schaust. Oh mein Gott. Ich komme gar nicht bis zu den Augen, ich bleibe im Gesicht. Du musst dich hinstellen. Echt da? Oh mein Gott, hat die riesen Augen. Glotz. Ja, also was geht dir denn da durch den Kopf, wenn du die anschaust? Angst, pure Angst. Ein Gefühl von Übelkeit. Das könnte aber auch der Atem sein. Das könnte natürlich sein. Frisch am Stego genagt oder so. Ja. Der eigentlich schon mal jemanden Stummelchen genannt oder so. Oh Gott, das ist ja diskriminierend. Das diskriminieren, das wollen wir nicht. Nein, das machen wir nicht. Hast du mit Fips gemacht? Hast du gerade mal eben in der Luft stehen lassen? Was? Ja, das leckt hier irgendwie ein bisschen. Ja, ist ja geil. Ja, Fips, Mensch. Hallo? Wo ist Fips? Hä? Der kommt gleich wieder. Der kommt gleich wieder, ey. Alles buggy. Ja, wie nennen wir denn diese Kano-Dame? Also Hero hat irgendwie heute ein bisschen Probleme. Cosma? Wenn man das mal sieht, also wenn du einen Schritt zur Seite gehst, dann hängt Fips irgendwo in der Luft. Der ist bei dir genauso. Und backt dann in deinen Kopf rein. Ja, geil. Ist ein bisschen merkwürdig heute alles hier. Du hast auch Hermes hier gelassen gerade. Oh, jetzt Cosma. Oh Mann, nein, auf keinen Fall. Warum Cosma? Nicht? Nein. Dann benennen sie doch um. Nein, nehmen wir was anderes. Ach Mann. Hero, los, hau raus. Boah. Ja, jetzt kommt's drauf an. Carlotta von Kano. Carlotta. Oh nein. Ach komm. Wie war das letztens bei euch in den Kommentaren? Chili con Kano? Stimmt. Ja, aber das war einem anderen YouTuber. Ach so, okay. Na, das wollen wir dann nicht. Das wollen wir dann nicht. Dann nimmst du Charlotte von Kano oder so. Charlotte. Charlotte, du weißt Bescheid. Oh Mann, toller Name. Was denn? Charlotte. Ja, kannst du gleich Charlotte mitnehmen. Ja, Charlotte hat noch keinen Sattel. Du wolltest ja Carmen von Kano nicht haben. Ja, Carmen können wir irgendwann noch machen. Das wird wahrscheinlich nicht die letzte Kano-Dame sein. Na, eine kommt noch mindestens. Ja, siehste. Gott, ey, wirklich diese kleinen Ärmchen, diese kleinen... Wir wollten den Pub aufbauen, Leute. Ja, wir wollten den Pub aufbauen. Ihr trödelt nur rum. Ja, ich nehme mal hier was? Charlotte mit. Was? Wir wieder zurück. Nur rumgetrödelt hier. Ja, was mit der Stego-Frau hier? Ja, die liegt da noch. Die braucht noch eine Weile. Wir müssen gleich Bären reinhauen und fertig. So, Tische brauchen wir zweieckige, ne?
Genau, zwei eckige und ansonsten runde. Und ich muss aber jetzt noch Metall sammeln gehen, weil wir brauchen halt pures Metall. Ja, dann viel Erfolg. Ja, danke. Ist doch einfach gemacht. So. Das ist richtig nett. Viel Erfolg. Ja, ja, das ist ja, doch, was das denn? Ach, hallo, was denn? Kurz vor die Tür, ein bisschen Metall kloppen. Ja. Ich kann hier kurz mitnehmen. Ja, dann hänge ich mich unten dran. Dann los jetzt. Mach hin. Ja, Bären hauen. Wir keine Zeit. Table. Ja, du trödelst rum. Ach was? Nein, da brauchen wir auch rohes Metall. Ja, siehst du? Deswegen. Ach, Mann. Mal kurz Karlchen holen. Dann baue ich halt erstmal andere Deko-Sachen. Karlchen, komm mal mit. Ja. Haben wir noch irgendwo Holz? Ja, gegenüber von dem. Vom Fabricator da irgendwie. Ich glaube, da ist irgendwo Holz drin in den Schränken. Hm. Oh, Hermes ist runtergefallen. Warum fällt denn Hermes runter, wenn ich... Warte mal bitte. Hermes? Vielleicht Hermes ist auf meiner Schulter. Ach so, ja, dann kannst du mal bitte Hermes wieder raufnehmen. Warum bist du jetzt eigentlich abgestiegen? Naja, weil ich dachte, das wäre mein Äffchen gewesen. Aber wieso steigt er denn ab, wenn ich auf dem Dings sitze? Tja. Solltest du Hermes vielleicht... Nee, wobei, der muss eigentlich drauf sitzen bleiben. Eigentlich ich glaube, das Holz ist alle. Aber ernsthaft? Aber, nee, da war noch irgendwo Holz. Ja, Luna hatte die ganze Zeuchen, die ist aber immer noch bei den Sturmwindeln. Die hat immer nämlich, noch, die nämlich hat Schwangerschaftsurlaub. Aha, also wenn ich und X... Und Hermes ist schon wieder runter. Ja, wenn ich X drücke zum Stoppen vom Dings, vom Kötzi, dann schmeiße ich Hermes runter. Ist ja natürlich super, ne? Ja, dann wird hier nicht mehr gestoppt, dann wird hier nur noch permanent geflogen. Ich habe noch ganz viel gefunden. Ah, super. Hermes, wo war das komm mal drin? Mit. In dem... Echo Tree Ding. Ah ja. Mhm. Ja, da hatte ich vorne was reingebaut, ein bisschen. Da brauchen wir ja auch wieder ganz viele Pflanzen und so. Haben sie ran? Ja, ja, alles schon erledigt. Wie viel brauchen wir denn von dem von Metall? Ja, lass uns jetzt einfach hier so ein paar Dinger mitnehmen. Was für einen Tisch braucht man 12, glaube ich. Ja, brauchen wir ein bisschen was. Ja, gut, sind die Probleme. Ja. Ich meine, wir haben relativ schnell hier zusammengefarmt. Wenn wir hier nochmal 3 Minuten rumfarmen, passt schon. Ja, ist immer blöd, dass man so wirklich richtige Rohmetallbrocken braucht. Ja. Ja, haben wir. Dieser eine Busch hier. Jo. Aber ich bin echt mal gespannt, ob das dann hinhaut mit den Bierfässern. Das hat bei uns ein bisschen nicht funktioniert so bisher. Ja, wir konnten selbst kein Bier herstellen. Wir haben es immer geschenkt bekommen. Ja, einfach mal ein bisschen. Ja, wir haben das nämlich jetzt schon in verschiedenen Varianten probiert mit den Bierfässern und das hat irgendwie nicht hingehauen. Und jetzt haben wir das Ganze nochmal gemacht, unten direkt am Steg da, am Badesee sozusagen. Da ist jetzt ein Bierfass mit Wasseranschluss und haben wir alles nochmal reingebastelt und mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Dann müssen wir uns nicht mehr durchschnurren. Ja, so oft haben wir jetzt auch kein Bier bekommen. Ja, aber trotzdem. Wenn, dann haben wir es immer geschenkt bekommen. So, da vorne noch Metallbrocken, nehmen wir dann mit hier die 3 Stück oder was. Dann passt das auch. Ein Karlchen hat schon wieder sehr schön. Cool. Was, nix? Ja, in diesem Echo Trees Crafting Table. Moment mal zurück. Sucht man sich dumm und dämlich. Mhm. So. Dann können wir diesmal gleich auch oben im Pub ein bisschen mehr Grünzeug hinsetzen. Stimmt. War ein bisschen kahl. Das kann man halt wieder als Chance nutzen, um einfach nochmal alles zu optimieren. Ja, die Sturmwindler haben übrigens auch gesagt, die haben ja dieses burgähnliche Teil gebaut. Und die meinten auch irgendwie so, je öfter sie da hinfliegen, umso weniger gefällt es ihnen. Also haben die gesagt, ja, dann baut doch einfach um. Ja, eben, einfach nochmal alles abreißen. Also das haben jetzt nicht alle gesagt, ich glaube Clemens hat das gesagt oder so. Aber... Mhm. Oder Alex oder weiß ich nicht. Irgendwer hat's gesagt. Die waren sich dabei einig, beide. Moment. Ja, ich weiß. So, wie viel haben wir jetzt? Reicht. Wir haben genug. Das muss ich nochmal canceln. Ja, also. 365 ist okay. Das reicht ja wohl locker. Da können wir ja drei Pubs bauen. Ja, überschätzt das nicht. Ja, so viel Metall brauchen wir jetzt nicht. Ja, es wird reichen. Die Bänke, waren die auch weg? Ja. Die Bänke, nein. Achso, nee, stimmt, die stehen ja vor dem Feuer. Die Stühle sind auch da, es sind nur die Tische. Da brauche ich gleich mal einen Firepit.
Obwohl, nee, ich wollte mich um die Wasserleitung kümmern. Ja, eben. Ah. Ach, alles auf einmal. Alles auf einmal. Komm, ich will ein Feuerpit bauen. Bau halt ein Feuerpit. Ich liefere dich gleich mal vorne ab. Mhm. Per Express. Okay, da kann eigentlich ein größerer Busch hin. So. Jo. Super. Ja, aber das ist wirklich tatsächlich die Chance, nochmal neu zu dekorieren. Ja, eben. So, was fehlt. Ich bringe jetzt mal ein bisschen Metall. Das setze ich. Wo setze ich denn das rein? In den Schrank ganz links, wenn man auf der Brücke steht. Also gleich, wenn man quasi aus dem Haus rausfällt und dann links. Ja, ich hab's schon gesehen. Okay. Table. Was fehlt jetzt? Holz, ja geil. Ja, es ist egal, was man macht. Es fehlt immer irgendwas. Unsere Terrorbirds wollen ja irgendwie keine Eier legen. Ich weiß auch nicht warum. Schüchtern momentan. Der Oviraptor ist noch in der Nähe. Ja, der steht vor der Tür. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die einen Buff haben, aber die müssten ja trotzdem überhaupt mal irgendwas legen. Die haben jetzt seit der ganzen Zeit, wo wir die haben, nur 2 Eier gelegt. Und ich habe da jetzt schon wirklich oft geguckt. Manche Durst hier. Mist, welcher Tisch war das jetzt? Der mehr Ressourcen verbraucht. Irgendwas mit 120, glaube ich. Ach nee, boah, ich dachte, ich bin überladen. Also bei mir verbrauchen beide gleich viel. Echt? Okay, das war schon komisch. Vorher waren die unterschiedlich. Merkwürdig, merkwürdig. Aber wirklich. So, ich wollte Wasserrohr bauen. Beide. Hiro steht völlig entspannt, Bein hoch quasi. Bein hoch, was? Na hier. Achso, ja stimmt, aus. Das sieht bei mir, also ich sehe es bei Mario, ich sehe es selber auch nicht. Bein hoch, völlig entspannt. Ja, dein rechtes Bein ist irgendwie so ein bisschen hochgehoben. Der hättest du also so Yoga. Ungefähr eigentlich auf diese Captain Werkbank hier bauen können. Mhm. Ja, ist übrigens die Werkbank für den Pipes and Cables Mod quasi. Requires Gasoline. Fiber, Thatch und Wood. Okay, glaube ich mal kurz hier drüben was raus. Ja, das ist eine kleine Werkbank hier, um diese Kabeldinger herzustellen, die neuen und die Wasserrohre. Die sind ziemlich cool. Können wir da gleich mal, da können wir übrigens dann auch irgendwo mal die Dusche implementieren. Ich weiß noch nicht wo, aber wir werden irgendwo bauen. So. Es gibt nämlich jetzt hier die Möglichkeit, halt so Viertelrohre oder Halbrohre zu bauen, dass man nicht wirklich so ganz extrem lange Dinger bauen muss. Kann man ein bisschen besser designen sozusagen. Wo ist jetzt Holz? Im Echo's Trees. Ach so, auf den Table. Stimmt. Bauen wir hier so ein bisschen Kram zusammen, weil ich muss nämlich erstmal gucken. Ich habe das irgendwann schon mal gebaut, so ein bisschen Zeug. Ich schleiche mal nach oben, weil dann kann ich nämlich jetzt gleich schon mal wieder die Theke bauen. Oder auch Bar Counter. Wie heißt das? Bar Countertop. Muss man natürlich gucken, dass man sich noch hinsetzen kann. Stimmt. Ich habe auf jeden Fall einmal den falschen Tisch gebaut. Ah, die Hocker sind auch weg, sehe ich gerade. Ah. Hocker habe ich auch schon ein paar gecraftet. Aber man sieht ja gar nicht die Warteschlange von der Herstellung. Ein bisschen merkwürdig. Siehst du nicht? Nö. Sonst wird die ja mal unten angezeigt. Geh mal nochmal raus und dann. Ja. Rein. Vielleicht wird das aber. Oh, das habe ich ausgemacht. Super. Sehr gut. Ja, jetzt wird es angezeigt unten. Ja, irgendwas haut hier noch nicht so ganz hin. Ja, ein bisschen buggy. Ist ein bisschen merkwürdig hier aktuell. Es haut so nicht hin. Was brauche ich denn noch? Ich brauche auf jeden Fall noch. Achso, Moment. Und den habe ich nämlich hergestellt. Ja, dann kann man das Ding auch wieder hoch. Merkwürdig. Irgendwas haut hier nicht hin. Das geht jetzt schon wieder nicht? Nö, insgesamt so. Die Gesamtsituation. Ist noch nicht so befriedigend. Okay. Man sieht's an den fliegenden Affen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, vielleicht ist sogar ein bisschen Schock auf. Ja, übrigens an der Stelle nochmal der Hinweis, für diejenigen, die den Stream nicht gesehen haben sollten, am Samstag reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Ist inzwischen verfügbar auf dem Kanal und ja, wir hatten reichlich Spaß mit so ein paar Raptoren in der Arena. Oh ja. So ein kleines, ja, würde ich mal sagen, so eine Art Ark Otherworld von den Tribes organisiert. Wir mussten dann halt gegen Raptoren kämpfen, also Hiro, Ani und ich und ja, in so verschiedenen Runden. Wir haben uns hervorragend geschlagen. Arena-Kampf. Ne? Ja, epischer Arena-Kampf.
Das war auf jeden Fall richtig cool und hat eine Menge Spaß gemacht. Und da lohnt es auf jeden Fall das Reinschauen nochmal. Absolut. So für diejenigen, die es verpasst haben sollten. Ja, ich baue mal so ein bisschen die kleine Deko. Oder hast du die schon gebaut, Hiro? Die kleinen, ich habe nur ein paar Krüge. Also. Okay, ich habe jetzt hier noch eine Schüssel. Dann kann ich ja auch hier... Mal gucken, was baue ich jetzt. Ja doch, ich könnte irgendwie so einen Pitcher bauen. 10 Metall. Wucher. Jetzt bin ich natürlich erstmal überladen, war klar, ne? Was haben wir denn mal raus? Ich hau das mal kurz hier bei den Eco-Trees Mod rein, ein bisschen Holz, ein bisschen Stein. Boah, das Ding hat so einen Lärm machen müssen. Ja, siehst du, den Generator wollte ich noch austauschen. Es gibt nämlich auch einen kleinen Generator. Und natürlich könnte man da auch dieses Solarpanel nehmen, was man hier nehmen kann zum Strom erzeugen sozusagen. Da kann man sich diesen Lärm sparen von diesem Generator. Aber ich werde erstmal den kleinen Generator ausprobieren von dem komischen Mod. Ja. Mal sehen. So. Ach, guck mal, das sieht da schon wieder viel besser aus hier. Ja, auf jeden Fall. So, das Tierchen steht auch. Bei der Palme müssen wir nochmal drüber reden. Das geht die so guckt nicht. Ein bisschen zu weit rein, meinst du? Da müssen wir nochmal reden. Ja, ja, ich habe das von innen nicht gesehen gehabt. Also. Oh, schade, dass man die Schüsseln nicht auch auf die Bänke stellen kann. Das wäre ganz lustig. Also muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie rankomme. Die Krüge. Sehr schön. Von hier unten. Und zwar brauche ich Viertelrohre. Und es regnet. Es regnet wieder. Juhu. Ach, guck mal, der Blumentopf ist einfach stehen geblieben. Sehr gut. Ja, den habe ich jetzt nochmal eingesammelt aufgebaut, aber das war auch ganz... Ach so. Oder welchen meinst du? Also ich hatte jetzt den bei der Bar da direkt. Ja, ja, den, genau. Den meinte ich. Also der hing vorher in der Luft. Aber ja, der Bartisch ist jetzt hier ein bisschen weiter versetzt, aber na gut. Ja, das ist ja nicht weiter dramatisch. Ich bin gerade überlegen, bauen wir das Rohr oben an der Decke lang oder soll ich das irgendwie nach draußen legen? Also ich muss jetzt erstmal nach unten hin vertüdeln, obwohl es geht ja gar nicht anders. Ich muss ja erstmal runter. Der Bärenstoß ist ja unten. So. Oder? Ist ja unten? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sieht das Brot, was hier in diesen Schüsseln ist, auch nicht mehr ganz so fit aus, ey. Welches Brot? Naja, da ist ja mal so, das sieht aus wie eine Scheibe Brot. Ein bisschen, obwohl, das könnte auch aussehen wie frisch getoastet und da ist ein Stück Olive. Ach so, das ist ein Oliventoastbrot, natürlich. Das jetzt, könnte natürlich ein Stück Schimmel sein oder so, aber ich finde, das sieht so ganz schlecht aus. Genauer an. Oh ja, mit dem Fernglas. Nee, es sieht doch eher gammelig aus. Ja? Mal kurz gucken. Ja, da musst du dann halt ausblenden. Ja, das ist einfach... Nein, ich finde, das sieht gut aus. Also ihr seht, wie Mario sein Brot mag. Nein, aber das ist doch... Mit irgendwelchen undefinierbaren Dingen. Aber da sind doch jetzt auch so Löcher drin und wenn es halt so ein bisschen dunkel ist auf der anderen Seite... Ich finde, das sieht hervorragend gut aus. Der Apfel sieht auch gut aus. Was ist das? Das Problem ist, wir haben gar keinen Toaster. Es lag in der Sonne. Es lag einfach in der Sonne. Ja, wir haben einen Grill. Reicht doch wohl. Oh, Banausen hier. So, jetzt brauche ich noch einen Tisch, verdammt. Naja. Die Krüge sind leer. Ist das ein Albtraum? Also man konnte quasi jetzt nur unten ran stöpseln oder was hier? Ja, irgendwie muss das von unten ran. Ja, oben konnte man da nicht mehr drauf zugreifen und unten hast du das ja beim Grillplatz auch gemacht gehabt, oder? Naja, genau. Gut, dann baue ich das mal. Das ist die richtige. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit das Fass jetzt vom nächsten entfernt sein muss, damit es runterpasst. Ich muss ja erstmal jetzt hier von unten ein bisschen tricksen, weil ich komme ja sonst nicht ran. Der Trickser. Dann bauen wir mal ein halbes Rohr quasi daneben. Und dann schauen wir mal, ob so, das was haben wir hier so noch ausreicht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie weit hast du gesagt, ist auseinander? Hiro? Was ist die auseinander? Die Fässer, wie weit sind die auseinander? Ach so, ja, die sind. Nee, ich habe gesagt, die sind einen halben Ceiling breit ungefähr, ne? Ach so, also, okay. Auseinander weiß ich nicht. Hat der Hiro wieder schief gebaut, super, läuft. Lass dir nichts was? Einreden, ja, Hiro. Guck dir's an, das Rohr ist voll schief dran. Manche Rohre hängen halt etwas schräger als andere. Voll schief. Also das wirklich, ich finde das jetzt hier nicht dramatisch. Das ist voll schief, hallo. Also herrlich. Ihr mit deinem Augenmaß. Ist schief. Echt mal. Du bist schief. Gewickelt oder so. Oh, das ist ja echt. So, pass mal auf, ich habe jetzt mal hier... Habt euch lieb. Haben wir doch. Ja, wir haben uns immer lieb. So, pass mal auf hier. Hast du noch ein Fass? Nee, hast du nicht, ne? Nee. Soll ich eins bauen? Also,
Ich kann noch. Ich glaube, wir haben nicht so viel Holz. Weil doch, bestimmt. Weil das Schlimme ist, Luna hat das ganze Holz und die ist ja gerade ausgeliehen. Ich kann ja mal schnell eine Runde laufen oder so. Okay, dann boah, ey, achso, wir haben aber gar keinen Sattel. Ja gar was ist denn mit den Affen los, sag mal? Ey, das ist die doch bleiben normal. Überall hängen. Aber ich kann jetzt hier noch so ein Barrel bauen. Warte da mal. Was brauche ich denn dafür? Wo muss ich denn da hin? Ich glaube, Smitty. Die Bank wollten wir eh nochmal schrotten, ne? Nein. Alles kaputt. Nicht? Oh! Die da so halb in der Wand hängt. Achso, Oh, Moment. Stimmt. Warum steht die halb in der Wand? Das war jetzt. Ja, dann muss sie hier drüben hin irgendwo. Ja, hier noch so schräg dran oder so. Ich glaube, das reicht hier nämlich nicht an der Stelle. Da muss ich nochmal runter. An sich ist der Mod ziemlich cool. Kann ich nur empfehlen, wenn man ordentlich Kabel und sowas verlegen möchte. Und Wasserrohre, denn man hat so die Möglichkeit zu sagen, okay, man hat jetzt hier so. Also, das sieht man jetzt natürlich nicht, weil ich nicht rankomme. Schön. Man kann das auch so diagonal bauen, das, was man ja so vorher nicht hatte, so wirklich. Es kann sein, dass das Holz wirklich nicht ausreicht. Scheiße. Ich mal jetzt wie viel brauchst du noch? Ich glaube, ich habe noch ein bisschen was dabei. Also ich habe jetzt, glaube ich, erstmal 250 mit. Ich muss mal gucken, es war irgendwas mit fast 300, glaube ich, noch. 500 kostet es ja, fast. Ja, ich habe ja noch ein bisschen was in der Werkbank. Na komm, bau hin hier. Guck da, los, komm. Das ist ein bisschen tricky, das ranzufummeln. Ah ja, nee, dann würde sogar reichen und jetzt brauche ich noch... Das liegt aber einfach daran, dass ich außer Reichweite stehe. Ich muss halt einfach näher ran an das Teil, aber es geht natürlich gerade nicht. Ah, hier geht's. Moment. Müssen wir echt Holz abnehmen. Oh, jetzt geht es wieder nicht hier. Soll nicht zum Aushalten, Freunde. Mario hat Spaß. Ja. Wo man jetzt gerade hingebaut hat. Hat er es gerade oben hingebaut? Warte, ich gucke. Hier ist nix. Warte, der ist denn hingebaut, sag mal. Was hast du gebaut? Na, ich habe ein Rohr gebaut. Er hat es auf jeden Fall entfernt. Das habe ich gesehen, aber wo hat er es hingepflanzt? So, Achso, hier, warte mal, ich schmeiße mal das Barrel hin. Liegt hinter dir. Moment. Ja, vielen Dank. Bitte. So, du suchst jetzt ein Rohr. Ja. Das ist irgendwie weg. So, haben wir hier vielleicht noch. Ah, ich habe noch vorne Dings, Ceilings drin, denn müssen wir mal ein bisschen anders machen. Es geht hier so nicht, dass ich hier nicht hochkomme. Ach, Server hat gespeichert. Sehr schön. Kennen wir ja schon. So, ein paar Krüge noch rein. Und dann sieht das schon wieder richtig gemütlich aus. Ja, ich finde auch, da kann man sich wieder hinsetzen, ein Bierchen trinken. So, das ist jetzt natürlich erstmal Provisorium, hier so ein bisschen Baugerüst sozusagen, dass ich ja besser rankomme an die ganze Sache. So, ja, das eine Kabel, das eine Rohr ist irgendwo, weiß ich nicht, gelandet. Müssen wir mal suchen gehen. Schon wieder. Wo baut der das denn hin, sag mal? Ich weiß auch nicht, was du da machst. WTF. Dann versuche ich schon mal den ersten Affen wieder zu platzieren hier. Ja. Wo zum Henker baut der das Rohr hin, sag mal? Oben? Oder nimmt er das gar nicht? Kann auch sein, dass es nicht nimmt, aber verlierst du denn Rohre? Ja, ich glaube schon. Aber das kann ja dann nicht sein. Oder ist es wirklich der Megabug? Wenn ich wegschmeißen hier. So, ich habe hier mal die Warmap wieder gebaut. Das Schlimme ist ja, ich kann ja jetzt nicht wirklich irgendwas abreißen hier oben, weil also Ceiling zum Beispiel, um zu gucken. Weil sonst irgendwas zusammenbricht. Sonst bricht der Rest nämlich zusammen. Oh, jetzt bin ich vom Ceiling gefallen, oder was? Ihr seht schon, es ist nicht so einfach als Bob, der Baumeister. Na komm, grad ran da. Man ist immer noch außer Reichweite, das ist ein bisschen blöd. Summt und malt vor sich hin. Ach, Hocker. Ja, stimmt, die Hocker. Habe ich auch noch. 6 Stück. Waren das 6? Ich weiß nicht. Wie muss ich nochmal bauen? Von der Bar aus, oder? Genau, von der Bar aus, ja. Der hat also, okay, jetzt ich weiß nicht, was er gemacht hat. Der hat nämlich jetzt insgesamt die ineinander gestapelt. Ich überlege gerade nochmal, wo war die fliegende Insel auf der Karte? Die ist recht weit rechts. Was ist denn da für ein... Ich... Hiro! Ja. Was hast du denn gemacht? Bin vom Hocker aufgestanden. Ach, das ist das, was die anderen auch hatten als Problem.
Das ist der Todeshocker. Der Todeshocker? Ja, wenn man zu besoffen ist, dann. Stand da wohl ein bisschen oben in der Wand drin oder so. Okay. Ungünstig. Kam man nicht mehr weg. Ich bin hier noch ein bisschen verwirrt mit der Bauweise hier. So. Ach, du baust immer was und es ist einfach nicht da, oder wie? Na, das Problem ist halt, wenn ich jetzt das halbe Rohr ransetze. Was haut hier nicht hin? Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Soll ich mal ganz oben auf dem Dach gucken, vielleicht? Ja. Nee, die sind schon ineinander. Ich habe die schon gefunden, die Rohre. Ach so. Das Problem ist nur, es snappt gerade überhaupt gar nicht ran. Aber das Problem, ich komme halt auch nicht höher. Ich müsste eigentlich noch ein Stück höher stehen, dann könnte man das besser machen. Das müsste eigentlich hier vorne ransnappen, aber es tut's nicht. Oh, Moment, da war es gerade. Ach, komm schon! Am Arsch! Am Arsch die Räuber. Am Arsch die Räuber. Ich hoffe, das Äffchen hat überlebt, Hiro. Oh, wenn man hier das Äffchen steht schon auf dem Tisch. Ja, stimmt. Und deine Leiche liegt hier, das ist schön. Soll ich zum Glück vorher weggeschmissen. Uiuiui. So, okay, das hat schon mal hingehauen jetzt endlich. Nach 5 Stunden. Mhm. Okay, jetzt haut's hin. Sehr schön. Ach mein Gott. Was lange währt, wird endlich gut. Ist nicht so einfach mit dem Mod, wenn man halt, wie gesagt, nicht rankommt von der Reichweite her. Jetzt hätte man nämlich hier die Möglichkeit, das Fass hinzubauen, rein theoretisch. So, ich setze mal den nächsten Hocker. Wer möchte sich dann mal testweise dahin setzen? Das kann ich machen. Jetzt ist mir eine Farbe ausgegangen. Woran erkenne ich denn, wie rum das Fass ist? Ach, hier vorne aber ist das vorher, ach, du hast den Affen gar nicht mehr. Okay. Was, wie jetzt? Ich hab den nicht mehr. Ah doch, hast du doch noch. Ach, das wird der kam erst wieder später, der, ja. So. Aber den Affen vorher wegschmeißen, glaube ich, lieber, oder? Den Affen nicht wegschmeißen. Ja, doch, da ist er. So. Du hast dich einfach auf den Stuhl gesetzt? Ja, das haben die anderen, aber ich kann mich gar nicht raufsetzen. Der ist zu nah dran. Und der andere ist auch zu nah dran. Also ich konnte mich draufsetzen. Ja, wahrscheinlich bist du deswegen auch gestorben. Die sind irgendwie, also ich kann mich nicht, warte mal, jetzt? Nee, ich kann nicht draufsitzen. Ich kann das nicht auswählen. Pick up, ja. Okay, dann nochmal weiter weg. Jo. Ich kann mir ja mal neue Farbe holen in der Zeit. Das ganz wichtige Zeug. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal Wasserrohr verlegt. Geht's jetzt weiter? Stand die so weit weg, echt? Ja, lieber, ja, also die mussten ja weit weg, wenn man sich sonst nicht hinsetzen konnte. Ja, guck mal, das sieht gut aus. Ich lebe noch. Ja, das sieht aber genauso aus wie bei mir. Au! 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 Schade! Was macht ihr denn da oben, sag mal, ey? Der Affe ist auch immer noch da. Das ist ja brutal. Also kein Hocker sitzen mehr. Also jedenfalls nicht dort. Der muss noch weiter weg. Nee, ich glaube, das Problem ist, man hängt in der Decke, oder nicht? Ja, ja, man hängt in der Decke. Ja, da ist die Decke zu niedrig, oder wie? Ja. Aber das ist ja auch blöd. Wieso bin ich denn eigentlich jetzt hier im falschen Bett gelandet? Ah. So, sehr schön. Jetzt hätten wir also noch Platz für ein weiteres Fass und ich baue mal noch... Was kommt denn hier an? Ein T-Rex wahrscheinlich. Aber das ist jemand, der hier unterwegs ist und reitet. Das ist schön. Also keine Gefahr für dich. Keine Gefahr für mich, aber das Problem ist hier echt... jetzt ja. Ah, jetzt ja. Jetzt bin ich wieder angekommen. Im Schlafzimmer. Umso besser. Ich muss mal kurz hier noch ein Dings bauen. Ja, das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich weiß nicht, also ist das einfach, weil das Dach zu nah dran ist oder was? Ja, genau. Man hängt mit dem Kopf dann im Dach, kommt nicht mehr weg und stirbt. Aber das war doch sonst auch nicht das Problem. Ist ja bitter. Nee, es war sonst auch nicht. Sonst ging das doch auch. Ich hätte gedacht, man bleibt hier irgendwie voll zwischen dem Hocker und der Bar hängen. Das war jetzt eher mein Gedanke. Vielleicht wird es nur blöd dargestellt. Okay, also Wasserleitung haben wir schon mal an der Decke zu hängen. Sieht doch ganz gut aus. Ja, der Vorteil an dem Mod ist wirklich, man kann... Ja, relativ gut bauen, also sich quasi die Gegebenheiten so zurechtstutzen, wie man braucht. Ich stehe jetzt fast weiter hinten. Tja, hätten wir jetzt noch ein weiteres Fass oder noch zwei, könnte man es testen, ob es hinhaut. Naja, wir werden sehen, ob das funktioniert. Wenn nicht, dann muss ich jetzt nochmal abreißen und nochmal neu bauen. Wir haben es ja. Natürlich, wir haben ja die Dinge. Die Frage ist, wo bauen wir denn? Wir brauchen ja noch für Dingens, für diesen Industrial Cooker brauchen wir ja auch nochmal einen Wasseranschluss. Wo bauen wir den denn hin? Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Der ist riesig, ne? Das war schon ein Megateil, ja. Ja gut, ansonsten ich lege erstmal das Kabel raus, das Wasserrohr raus und dann schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall gut aus, weil normal ging so ein Rohr ja dann immer einen ganzen Ceiling nach unten, ne? Also eine ganze Wand. Genau.
Gerade mit diesen Viertelteilen sieht echt cool aus, wenn ihr das entsprechend nutzen kann. So, wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein halbes Teil. Und das Gute ist halt wirklich, dass man die... Okay, ich glaube, da muss eins raus. Da muss ich immer ganz hoch aufs Dach und mich von draußen weiter vorarbeiten. Das ist gar nicht so einfach. Wahrscheinlich falle ich... Oh, Moment, ich pack mal kurz das Äffchen weg, nicht, dass ich das gleiche mit in den Tod nehme. Ja. Oh, verdammt, jetzt habe ich das ganze Painting gelöscht. Verdammt. Oh. Oh, was? Nee, wegen dem Painting gelöscht. Ja, ich habe hier irgendwie... Ach, Mann. Ich hatte eigentlich so ein bisschen auf der Fahne rumgeschmiert. Konnte aber gerade noch was sehen. Ja. So, dann müsste doch eigentlich jetzt hier die richtige Höhe sein. Hinten, genau, sehr schön. Wenn ich malen kann, bin ich glücklich. Das merkt man gar nicht. Ja, das weiß ich. Ach, wir brauchen noch einen Fire Pit, ne? Ja, einmal für den Pub und einmal auch für draußen. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage... Aller Fragen. Aller Fragen. Ich erkläre das sofort. Moment. Könnte man hier direkt an der Wand runterbauen? Würde das Sinn machen? Eine gute Frage. Wäre auf jeden Fall versteckt, oder? Also richtig versteckt wäre es jetzt nicht, obwohl doch, wäre so ins Holz integriert quasi. Hm. Ach so, wenn du das so genau hinkriegst, wäre natürlich genial. Also man sieht es schon, aber das ragt halt nicht raus an der Stelle. Ich teste das mal eben. Mach mal. Oh, manchmal dauert das hier ewig, bis irgendwas. Na, sieht auch super aus, erstmal. Zu sehen ist. Dann haben wir hier so ein kleines Rohr ran. Das ist halt wirklich genial, dass man so passgenau bauen kann. So, dann haben wir das Rohr nämlich Ach, hier. Ach da! Ja krass, von hier sieht man es schon gar nicht mehr. Ja, und dann kann man nämlich jetzt hier entsprechend weiterbauen. Nach hinten, hoffe ich. Ich sehe es gerade nicht, doch. Da, sehr schön. Jetzt müsste man das eigentlich, das müsste jetzt direkt unter dem Blumenbeet sein. Ja, das sieht man jetzt glaube ich gar nicht mehr. Ich sehe es aber auch gerade nicht. Zum Bauen. Das ist das Problem mit der ganzen Sache. Ist schade. Achso, ja, da ist ja eh das Blumenbeet drauf, aber man sieht es echt gar nicht. Ja. So, traue ich mich jetzt hier nochmal auf so einen blöden Hocker drauf zu gehen oder lieber nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Ja, kannst du mal einen anderen probieren? Ja, ich probiere mal einen anderen. Oh Gott. Komm, ich nehme mal den ganzen außen. Ach, das Problem Scheiße. Ist, ich sehe jetzt halt wirklich nicht, wo das Rohr lang geht. So, ich steig mal ab. Okay, hier landet man auf jeden Fall auf der Bar. Das hatten wir... Oh, nein, 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 nein! Ach, Mann. Oh, weißt du, wenn du dich duckst, geht das schon noch. Oh, krass, ey. Nee, ich hab den Hocker weggenommen. Ach so, oh, krass, danke. Oh, Mann, ey. Verdammt. Unsere Warmap sieht jetzt viel besser aus. Ja, ich hab... Ja, sehr gut. Ich muss mal kurz gucken, was auf der Warmap zu sehen ist. Wichtige Dinge. Ganz wichtig. Ja? Also, wollte ich nur mal sagen. Ja. Das ist wirklich wichtig. Hervorragend. Kommt die Sonne da oben. Ja. Larf ist in die Air und so, ne? Ja, in Ark ist immer Sonnenschein. So, wie mache ich das jetzt? Ich seh das blöde Rohr nicht mehr an der Stelle. Ach, Mann. Das Blumenbeet will ich jetzt aber auch nicht wegreißen. Ja, wirklich nur nackte Leute. Ach, scheiße hier. Ja, jetzt ist das ist natürlich jetzt ein Problem, wenn man dann da nicht mehr rankommt, ne? Ja, rankommen ist schon nicht das Problem, glaube ich. Ach Gott. Da muss ich mal von oben gucken, das hilft mir sonst nicht. Ich hatte, glaube ich, nur noch 10 Lebenspunkte oder sowas. Das war echt... Ja, du hast auf jeden Fall schon gebrochene Knochen. So, und jetzt ist aber interessant, die Paintings in der Küche sind weg. Warum? Was? Ja, also ich sehe sie nicht. Da war eben noch alles da, ne? Ja, eben. Also da habe ich auch nichts gemacht, weil ich bin ja... Also bei mir sind sie da. Okay, dann habe ich jetzt einfach nur einen Anzeigefehler. Das ist schön, mit Anzeigefehlern kann ich... Trau mich nicht, hier hinzugehen, sag mal. Wo ist denn hier das blöde Wasserrohr? Ist das geil. Und Hiro, hängt meine alte Leiche da auch irgendwie oben durch? Irgendwie, wenn du quasi hier so in der Mittelebene bist? Oh, so, die Schränke stehen, das sieht sehr gut aus. Ist auch wieder hier Mafia einbetoniert. Ja, nur eine Hand. Nur eine Hand? Bei mir sind es ja. Irgendwie zwei Hände und zwei Füße und eine Hand. Ach, guck mal, ich kann von hier aus... Ah, ne, schade.
Das kann ich den runterziehen jetzt. Schön durch den Boden. Und Mario klettert hier irgendwie todesmutig irgendwo lang. So, jetzt mal kurz das Feuer noch bauen. Haha. Na, hallo. Ja, ich mach das immer anders, weil ich sehe das Wasserrohr nicht mehr an der Stelle. Na, mach mal. Das hilft mir ja nicht, wenn ich es nicht sehe, wo ich hinbaue. Zu gut versteckt. Zu gut, ja. So gut versteckt, dass ich es selber nicht mehr sehe. Mhm. Ah, siehst du, ich könnte ja noch einen Biber-Sattel bauen. Das könnte ich machen. Den brauchen wir ja eh. Keine Ahnung. Muss ich dann irgendwie nochmal testen? Ich weiß gerade nicht. Muss ich ein bisschen rumprobieren, will ich jetzt nicht gerade eine Aufnahme machen. Ich baue mal so ein Firepit. Ich hab beziehungsweise, stimmt, Hiro hat die doch schon. Beziehungsweise sind eh schon durch mit der Aufnahme. Wahnsinn. 35 Minuten schon rum, Wahnsinn. Ist die Zeit hin. Schon wieder. Irre. Wir haben tatsächlich jetzt schon zwei Tode erlebt. Unglaublich. Ja, die waren jetzt aber nicht geplant, wollte ich nur mal sagen. Was brauche ich denn hier noch? Hier geht auf jeden Fall noch eine Frage. Ich wusste es. Was wurdest du gerade ins Feuer geschubst? Da freut er sich wieder. Schlägerei hier im Pub, oh Mann. Ja, ohne Alkohol. Wir müssen auf jeden Fall noch Fässer ranbauen hier, Hiro. Wir brauchen Holz. Überhaupt, wir brauchen alles. Das ist ganz schön blutig. Alles, ja, er hat mich kaputt geschlagen. Der ist ja frech. Au! Aber ich bin schon fast tot. Hier. Ich habe hier nur noch so ein paar Lebenspunkte. Ja. Verschone mich. Aua, sagt er. Was macht ihr da schon wieder? Mal drück mal K. Ich sehe nichts. Bei dir ist... Nichts zu sehen. Nee, bei Mario kein, sieht man kein nichts. Pfeil im Kopf. Schade. Nee. Irgendwie nicht. Gut, wir sind auf jeden Fall durch mit der Folge. Wir haben ein bisschen was geschafft hier bei der Dekoration. Wir haben zwei Leichen hier rumzuliegen quasi. Sieht aus hier, ey. Weißt du, die Besoffenen unter dem Tisch. Ja, so und ist wir halt. Haben auf jeden Fall das Beste hier überhaupt. Ja, die Warmap. Ja? Die ist hervorragend. Also mal kurz hier. Ui, aus. Ja, hervorragend. Das auf ist jeden super Fall. Wichtig. Hat Anni hervorragend gemalt. Find ich auch. Und ich würde sagen, wir sagen schon mal Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis dann.